Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna in der Hare Vai. Vai heißt so viel wie Weg. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Die Pandavas, die haben ja nicht wie wir hier irgendwelche Rollen, zeitweilige Rollen gespielt. Zum Beispiel, jemand von uns ist dann inkarniert, eingeschlossen von einem Körper, einen männlichen Körper, hat ein bestimmtes Karma oder ein weiblicher Körper, spielt irgendwie die Rolle eines Kellners oder einer Krankenschwester. Vielleicht hat man Familie und spielt dann die Rolle einer Mutter oder eines Vaters von bestimmten Kindern. So, wir brauchen nur in unser eigenes Leben mal reinschauen. Auch unsere YouTube-Zuschauer, schaut euch einfach mal eure Rolle an, die ihr hier jetzt spielt. Dann zum Zeitpunkt des Todes und dann im nächsten Leben kann es sein, dass wir komplett neue Rollen bekommen. Entsprechend unserer Wünsche, unseres Karmas. Wir werden vielleicht ein Pianist oder wir werden ein Straßenfeger im nächsten Leben. Oder, wenn es richtig schief läuft, ein Hund oder eine Katze. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier immer jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, um gemeinsam aus dem wichtigsten Buch in der Krishna-Bhakti-Tradition zu lesen, einmal das Srimad Bhagavatam und auch aus der Bhagavad Gita, die ist bei mir jetzt gerade auf unserem vorübergehenden Altar, aber man kann sie auch online lesen, wie ich es euch hier mal zeige, auf der Website VedaBase.io. Ja, und hier kann man einfach anklicken und schwuppdiwupp kann man sich hier auch direkt in die Verse und in die Erläuterungen reinklicken. Genau, nur mal so als Tipp, falls man sie mal nicht direkt zur Hand hat, bietet uns die Technologie des 21. Jahrhunderts auch das mal an. So, und wir wollen heute
erfahren, wie es weitergeht und lesen heute einen Doppelvers, nämlich den Vers 47 und 48 im 15. Kapitel des ersten Kantos. Und wir erfahren hier in ziemlich kleinen Details, wie die fünf Pandavas diese Welt verlassen haben. Also ich kenne keine religiöse Schrift, die uns so detailreich und ausführlich erklärt, wie man zum Beispiel seinen Körper wechselt in einem Bewusstsein, der 100% spirituell ist. Das ist doch sehr revolutionär. Darüber sollten wir uns ruhig mal bewusst werden, was das hier eigentlich für einzigartige Informationen sind. Und bevor wir direkt auf unseren heutigen Vers eingehen, chanten wir noch ein paar glückverheißende Mantras. Bitte schön. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam Namaskritya Naram Cheva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Utirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Nara Narayana Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasa Deva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nasta prayeshva badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloki bhaktir bhavati naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Und alle zusammen, 3, 2, 1. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Und wir gehen direkt zu unseren heutigen Doppelversen. Das ist im ersten Kapitel, im ersten Kanto, 15. Kapitel, Vers 47 und 48 wird auch jetzt gleich eingeblendet. Und ich chante mal das Sanskrit. Tatyano Driktaya Bhaktya Vishuddha Dishana Pare Tasmin Narayana Pade Ekanta Mata Yogatim. Avapur Duravapangte Asatbhir Vishayatmabihi Viduta Kalmashastanang Virajennat Manaivahi. Und die Wort-für-Wort-Übersetzung. Tat. Mikrofon ist hoffentlich an. Ja, ja, jetzt ist an. Diese. Dhyana. Positive Meditation. Utriktaya. Befreit sein von. Bhaktya. Durch eine hingebungsvolle Haltung. Vishuddha. Geläutert. Dishanaha. Durch Intelligenz. Hare.
gegenüber der Transzendenz, Tasmin, in diesem, Narayana, die Personen, die im Höchsten gefestigt sind, der einer ist. Nee, dabei bist du, glaube ich, eine Zeile zu tief gesprungen eben. Oh. Also wir sind bei Narayana. Die Persönlichkeit Gottes, Entschuldigung. Macht ja nichts. Und es geht sogar noch weiter. Bitte ich. Schrick uns, ne? Pade. Zu den Lotusfüßen. Ekanta Matayaha. Von denen, die im Höchsten gefestigt sind, der einer ist. Gatim. Bestimmung. Avapuhu. Erlangte. Duravapam. Sehr schwierig zu erlangen. Te. Von ihnen. Asatbihi. Von den Materialisten. Vishaya Atmabihi. Mit materiellen Bedürfnissen beschäftigt. Viduta. Fortgewaschen. Kalmasaha. Materielle Verunreinigung. Stanam. Reich. Virajena. Ohne materielle Leidenschaft. Atmana. Eva. Durch den gleichen Körper. Hi. Gewiss. Übersetzung. So erreichten sie durch ein Bewusstsein, das durch ständige hingebungsvolle Erinnerung geläutert war, den spirituellen Himmel, der vom höchsten Narayana, Sri Krishna, regiert wird. Dorthin gelangen nur diejenigen, die ohne Unterlass über den einen höchsten Herrn meditieren. In dieses Reich Sri Krishnas Goloka Vrindavan genannt, kann niemand gelangen, der in die materielle Auffassung vom Leben versunken ist. Die Pandavas aber, die von aller materiellen Verunreinigung völlig reingewaschen waren, gelangten noch in ihrem gegenwärtigen Körper in dieses Reich. Erläuterung von Srila Prabhupada. Nach Srila Jiva Goswami kann ein Mensch, ohne den Körper zu wechseln, die höchste Vollkommenheit erreichen, wenn er von den drei materiellen Erscheinungsweisen Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit befreit ist und sich in der Transzendenz befindet. Srila Sanatana Goswami sagt in seinem Hari Bhakti Vilasa, dass ein Mensch, was immer er sein mag, die Vollkommenheit eines zweimal geborenen Brahmana erreichen kann, wenn er sich unter der Führung eines echten spirituellen Meisters der spirituellen Schulung unterzieht. Ebenso wie ein Chemiker durch einen chemischen Vorgang Gussbronze oder Glockenmetall in Gold verwandeln kann. Es ist deshalb die Führung, die entscheidend ist, wenn man ohne den Körper zu wechseln ein Brahmana werden oder ohne den Körper zu wechseln zurück zu Gott gehen will. Srila Jiva Goswami bemerkt, dass das in diesem Zusammenhang gebrauchte Wort Hi diese Wahrheit nur noch bestätigt und es besteht kein Zweifel hinsichtlich der Tatsache, dieser Tatsache. Die Bhagavad Gita 14, Vers 26 bestätigt diese Feststellung Jiva Goswamis. Wenn der Herr sagt, dass jeder, der hingebungsvollen Dienst systematisch und ohne Abweichung ausführt, die Vollkommenheit des Brahmans erreichen kann, indem er die Verunreinigung der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur überwindet. Wenn man sich durch eben dieselbe Ausführung hingebungsvollen Dienstes im Brahman weiter vervollkommnet, besteht überhaupt kein Zweifel, dass man den höchsten spirituellen Planeten Goloka Vrindavana erreichen kann, ohne den Körper zu wechseln. Dies haben wir bereits erörtert, als wir davon sprachen, wie der Herr ohne den Körper zu wechseln in sein Reich zurückkehrte. Und nochmal den Vers auf Deutsch. So erreichen sie durch ein Bewusstsein, das durch ständige hingebungsvolle Erinnerung geläutert war, den spirituellen Himmel, der vom höchsten Narayana Sri Krishna regiert wird. Dorthin gelangen nur diejenigen, die ohne Unterlass über den einen höchsten Herrn meditieren.
In dieses Reich Sri Krishnas, Goloka Vrindavan genannt, kann niemand gelangen, der in die materielle Auffassung vom Leben versunken ist. Die Pandavas aber, die von aller materiellen Verunreinigung völlig reingewaschen waren, gelangten noch in ihrem gegenwärtigen Körper in dieses Reich. Hare Krishna. Herzlichen Dank. Ja, und wir haben uns schon im Vorfeld ein bisschen hier ausgetauscht über diesen Vers. Lass uns mal die drei interessanten Punkte hier mal durchgehen. Zuerst erfahren wir, dass eine Seele kommt nur dann zurück in die spirituelle Welt, wenn das Bewusstsein völlig geläutert ist und also nicht mehr beeinflusst ist von materieller Verunreinigung, keine materiellen Wünsche. Man muss ja verstehen, das Lebewesen in der materiellen Welt, das sieht sich selbst als den Höchsten. Es mag es nicht gleich so aussprechen. Ich habe schon mit manchen Menschen darüber diskutiert, die sagen, nein, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich Gott bin. Was wird denn da in euren Büchern da geschrieben? Mir ist schon klar, dass ich ein Kellner bin in einer Gastwirtschaft. Ich bin nicht Gott, das ist mir schon klar. So, aber wenn man genauer hinschaut, jedes Lebewesen hier in der materiellen Welt hat so in einem stärkeren oder schwächeren Ausmaß die Vorstellung, in der Bhagavad Gita wird es beschrieben als Ishwaramam Aham Bhogi. Ich bin der Höchste oder der Mittelpunkt und Aham Bhogi, ich bin der Genießer. Das hat jedes Lebewesen in einem größeren oder kleineren Ausmaß. Und solange wir nicht Krishna als den höchsten Genießer und als den höchsten Herrscher oder als den tatsächlichen Mittelpunkt anerkennen, haben wir noch nicht diese geläuterte Stufe des Bewusstseins erreicht. So, nur wenn man diese geläuterte Bewusstseinsebene erlangt hat, dann werden einem sozusagen die Tore für das Königreich Gottes geöffnet, weil wir finden das auch in der Bibel. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Königreich Gottes eintreten, weil Kinder sind im Allgemeinen dafür bekannt, unschuldig zu sein. Und ja, wie wir an diesem Wort schon hören, auf ihnen lastet keine Schuld. Natürlich, wir im Krishna-Bewusstsein wissen, das ist ein bisschen komplexer. Auch Seelen in Kinderkörpern haben schon im letzten Leben irgendwie schon einigen Quatsch gemacht teilweise oder sich Karma aufgelastet. Aber es gibt so einen Zustand, wo Kinder auf uns sehr rein und unschuldig wirken, wo diese Sanskaras und diese Wünsche aus vorangegangenen Leben noch nicht so sich manifestieren. Und das macht Kinder sehr auch anziehend. So, und dieses Bewusstsein sollte dann die spirituelle Seele wieder annehmen. Ein Bewusstsein der Unschuld und der Neidlosigkeit. Wir sind auf niemanden neidisch, schon gar nicht auf Gott. Wir gönnen allen das Beste. Wir freuen uns, dass Gott, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist und finden ihn einfach wunderbar. Und wir denken nicht den ganzen Tag über unseren eigenen Bauchnabel, sondern eine verwirklichte Seele stellt sich dauernd die Frage, wie kann ich Krishna eine Freude machen? So, das ist alles erforderlich. Und dann werden einem sozusagen diese Türen geöffnet, wie wir hier hören. Und die Pandavas, die waren bereits auf dieser Stufe in ihrem Bewusstsein.
Und deshalb, darüber haben wir hier schon im Vorfeld ein wenig gesprochen, deshalb hat es für Sie gar keinen großen Unterschied gemacht. All das, an was Sie hier gedacht haben, nämlich Krishna zu erfreuen, mit ihm einen liebevollen Austausch zu haben, so geht es einfach dann nahtlos auch weiter, wenn Sie in die spirituelle Welt kommen. Ja, da ändert sich für sie gar nichts. So, und da haben wir dann zum Beispiel eine Antwort, die wir hier herausgearbeitet haben, ist, dass ja, wenn hier von dem Körper gesprochen wird, das nennt sich übrigens philosophische Spekulation, was wir jetzt hier betreiben, das kann sich auf den grobstofflichen Körper beziehen, aber eher auch auf den feinstofflichen. Der grobe Körper besteht ja aus Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Aber der feinstoffliche Körper, der besteht aus Geist, Intelligenz und Ego. Und wenn dieser feinstoffliche Bereich, also der feinstoffliche Körper, wenn der völlig spiritualisiert ist, dann kann man streng gesehen gar nicht mehr von einem Körperwechsel sprechen. Es das heißt auch, dass die Seele, wenn sie sich inkarniert oder reinkarniert in der materiellen Welt, sie lässt den groben Körper, den lässt sie hier, der löst sich dann wieder in die Bestandteile auf, Flüssigkeiten, Erdelemente und so weiter. Aber die Seele ist nochmal umhüllt, nochmal eingeschlossen vom feinstofflichen Körper. Die Gedanken, die Wünsche, die Intelligenz und die Fähigkeit, sich mit Rollen zu identifizieren in der materiellen Welt, mit denen wir eigentlich gar nichts zu tun haben. Von dieser Umhüllung, die viel feiner ist, aber auch viel schwieriger ist zu überwinden, eingeschlossen von diesen Elementen wechselt dann die Seele in einen nächsten grobstofflichen Körper. So, entsprechend der Wünsche und des Bewusstseins. Ja, aber hier bei den fünf Pandavas, ihr feinstofflicher Körper war bereits so rein und so spirituell, dass die Seele da einfach nahtlos ja, in die spirituelle Welt gehen konnte. Das war so eine Antwort. Und ich gehe jetzt hier mal in unsere MTB-Runde. Was hatten wir da noch ausgearbeitet? Wer kann sich erinnern, was wir da noch für Gedanken zu hatten? Ja, eigentlich, was du schon sagtest, ne? Dass die Pandavas, die waren eben von Anfang an schon so geläutert, die waren schon so rein und so verwirklicht im Krishna-Bewusstsein. Im Prinzip brauchten die den Körper gar nicht mehr verlassen, um das zu erreichen. In ihrem jetzigen Körper haben die das Innenleben schon so gestaltet, dass sie da gar nichts ändern mussten. Das war für sie gar kein Unterschied, irgendwo anders zu sein oder irgendwo anders hinzugehen, weil das Innenleben schon komplett perfekt war. Ja. Genau. Woran wir uns auch daran erinnert haben, ist, dass die Pandavas, die haben ja nicht wie wir hier irgendwelche zeitweilige Rollen gespielt. Zum Beispiel, jemand von uns ist dann inkarniert, eingeschlossen von einem Körper, einen männlichen Körper, hat ein bestimmtes Karma oder ein weiblicher Körper, spielt irgendwie die Rolle eines Kellners oder einer Krankenschwester. Und vielleicht hat man Familie und spielt dann die Rolle einer Mutter oder eines Vaters von bestimmten Kindern. So, wir brauchen nur in unser eigenes Leben mal reinschauen. Auch unsere YouTube-Zuschauer, schaut euch einfach mal eure Rolle an, die ihr hier jetzt spielt. Dann zum Zeitpunkt des Todes und dann im nächsten Leben
kann es sein, dass wir komplett neue Rollen bekommen, entsprechend unserer Wünsche, unseres Karmas. Wir werden vielleicht ein Pianist oder wir werden ein Straßenfeger im nächsten Leben oder, wenn es richtig schief läuft, ein Hund oder eine Katze. Zum Beispiel gab es einen Präsidenten, einen Premierminister in Indien. Ich denke, er hieß Nehru. Nehru. Er kam nach Gandhi an die Macht. Und ja, Nehru, seine Politik war eine Politik, die zum Beispiel von Srila Prabhupada nicht sehr wertgeschätzt wurde. Aber da wollen wir jetzt nicht so sehr in die Details gehen. Und dann, als dieser Premierminister starb, er machte eine Politik, die sehr unspirituell war, die Indien noch mehr abbrachte von einem spirituellen Kurs, ganz anders zum Beispiel als der heutige Premierminister. Da wurde mal mit Srila Prabhupada drüber diskutiert, was eigentlich mit Nehru passiert, also mit der Seele. Und ich kenne jetzt nicht genau die Stelle, aber Srila Prabhupada soll wohl gesagt haben, ein Astrologe, ein sehr fähiger und bekannter Astrologe in Indien, hätte ausgerechnet, dass Nehru, die Seele, im nächsten Leben ein Hund in Schweden wurde. Er wurde ein Hund in Schweden, hat Srila Prabhupada diesen Astrologen zitiert, der das so ausgerechnet hat. So, mit anderen Worten, eine Seele mag in diesem Leben in der Rolle eines Premierministers ja, herumwandeln und jedes Mal wird ihm die Tür des Autos aufgemacht. Wir kennen diese Bilder, und die haben die Nase oft sehr weit oben. Ich bin Premierminister und befinden sich in einem völligen Rauschzustand teilweise, aber dann im nächsten Leben sind Sie ein Hund in Schweden oder in Gummersbach und ja, müssen das Grundstück von Herrn Krause bewachen. Genau. Also das sind Rollen, die wir hier immer wechseln und auch nicht sehr erfreuliche Rollen oft. Oft sind es Rollen, aus denen würden wir sofort rausschlüpfen, wenn wir könnten. Aber die Pandavas, die waren ja ewige Gefährten Krishnas und die spielten also gar keine Rolle. Sie spielten nicht Arjuna oder Yudhishthira, sondern sie waren es. Sie waren es. Und Krishna sagt in der Gita, Bahunam. Nein, nein. Bahuni me vyatita ni janmani tava chajuna. Er sagt zu Arjuna, viele, viele Leben haben sowohl du als auch ich schon hier angenommen in der materiellen Welt. Ich kann mich an sie alle erinnern, doch du kannst es nicht. Also Krishna kam schon ganz oft mit Arjuna hier auf die Erde oder in ein anderes Universum. Der Unterschied ist, dass Krishna sich immer daran erinnern konnte, aber Arjuna konnte es nicht, wie er sagt, wie Krishna sagt. Ja, und das, denke ich, sollten wir hier auch im Auge behalten, dass wir es hier nicht mit jemandem zu tun haben, nehmen wir mal König Yudhishthira, der hier einfach eine Rolle abfristen muss, eingeschlossen in einem Körper und dann kaum ist er in der spirituellen Welt, ist er etwas völlig anderes. Nein, er hatte mit Krishna bereits schon diese Beziehung. Es war eine ewige, völlig ausgereifte, verwirklichte Beziehung. Und deshalb können wir hier erfahren, dass sich da, wie Chitshakti eben schon sagte, dass sich da einfach nichts änderte. Es gab keine Verwirrung, keine Überforderung. Wir wissen auch aus der Bhagavad Gita, da sagt Krishna,
Dehinusminyatadehe Kaumaram Yauvanamjara Tathadehantaraprabtir Dirastatranamuyati. So wie die verkörperte Seele fortgesetzt von diesem, innerhalb dieses Körpers, von Knabenzeit zu Jugend und zu Alter wandert, so geht die Seele beim Tod in ähnlicher Weise in einen anderen Körper ein. Jetzt kommt ein interessanter Zusatz. Dhirastatranamuyati, ein besonnener Mensch oder eine verwirklichte Seele, wird durch einen solchen Wechsel nicht verwirrt. So, ja, das sind von meiner Seite hier ein paar Gedanken. Und wenn ich noch etwas hinzufügen soll, Chichakti und Rasamanjari, eure Hände sehe ich hier. Ja, Chichakti. Ja, zu diesem Zustand der Verwirrung und der Furcht und sowas, was viele Menschen haben. Wir Devotis, wir ja, sehen zu, dass wir immer nur an Krishna denken, alles Mögliche für ihn tun, für ihn da sind. Selbst unsere Wohnung gehört ja nicht uns, sie gehört Krishna und wir dürfen bei ihm leben und ihm dienen. Und in dem geistigen Zustand sind wir ja irgendwo. Und wenn wir hinübergehen und unser Körper uns richtig Trouble gibt, richtig Ärger macht und so weiter und uns verwirrt, dann gibt uns Krishna in der Vahara Purana, gibt er uns das Versprechen, wenn mein Devoti in der Stunde seines Todes durch den Ärger, also Trouble seines Körpers, nicht in der Lage ist, sich an mich zu erinnern, dann komme ich, nehme ihn und bringe ihn in mein Reich. Das finde ich so, so tröstend und mutmachend. Ja. Ne? Hare Krishna. Dankeschön. Rasamanjari. Ich habe noch einen Gedanken, also dass man ein Brahmana oder zu Gott gehen kann, ohne den Körper zu wechseln. Das ist ja schon sensationell, wie das hier steht. Und ich denke eben, dass sich das, wie du gesagt hast, auf das Geistige bezieht. Und man kann sehen, zumindest in Indien gibt es wirklich Yogis, Sadhus, Weise, die sind schon so entrückt, könnte man sagen, dass die sich mit ihrem Körper gar nicht mehr befassen. Von außen sieht es aus, als wären sie verrückt. Dass sie teilweise sich bewegen, man kann das sehen, tanzen wie in einem Krishna-Lila, dass sie also geistig diesen Körper schon gar nicht mehr, wie sagt man da, greifen richtig, damit nicht mehr verbunden, nicht mehr identifiziert sind. Also obwohl der Körper noch da ist, schon in der geistigen Welt sich aufhalten. Genau, Srila Rupa Das war so. Goswami. Rupa Goswami gibt dieses Beispiel von einer Kokosnuss. Wir haben da vielleicht hier in unseren Breitengraden nicht so viel Erfahrung, aber es gibt diese Kokosnüsse, wo nochmal um die, das, was wir kennen, um dieses braune, um diese harte Schale, ist nochmal so eine grüne, große Schale. Und wenn diese Kokosnuss so eine gewisse Reife hat, dann kann man die so schütteln und dann löst sich diese braune innere Schale, die löst sich von dieser faserigen weiß-grünen Schale. Und dann hört man das so, die klötert dann so ein bisschen da drinnen. Und da gibt Rupa Goswami das Beispiel. Die innere Kokosnuss mag noch umhüllt sein von dieser äußeren grünen Schale, aber eigentlich ist sie nicht wirklich angehaftet. Also da ist keine richtige Anhaftung. Die ist eigentlich befreit von dem Griff der äußeren grünen Schale. Dieses Beispiel wird gegeben. Und ja, also
Die Pandavas, die gibt es eben schon ewig und die haben natürlich auch den entsprechenden Körper, die haben ein gewisses Aussehen und dieses Aussehen haben sie auch in der spirituellen Welt oder wenn sie mit Krishna woanders hingehen, haben sie immer dieses Aussehen, also diesen ewigen spirituellen Körper. Und Srila Prabhupada macht am Ende der Erläuterung ja nochmal den Punkt, es ist genauso wie bei Krishna. Krishna hat ja auch immer sein Satchit Ananda, seine Vigraha, und erscheint jetzt hier in der materiellen Welt, aber er erscheint in seiner ewigen spirituellen Gestalt. Ah, da gibt es auch einen Vers, lass mich mal gucken, hier. Das blende ich euch auch noch mal kurz ein. Ich habe auch natürlich den Glockenturm im Auge und sehe auch Sinishas interessanten Kommentar. Den werde ich auch gleich noch mal hier vorlesen. Aber lass uns kurz in die Bhagavad Gita mal reingucken. 4.6. Ajopisannavyayatma Bhutanam Ishvaropisan Prakritim Swamadishtaya Sambhavamyatmamayaya. Und die Übersetzung ist, obwohl ich ungeboren bin und mein transzendentaler Körper niemals vergeht, und obwohl ich der Herr aller Lebewesen bin, erscheine ich in jedem Zeitalter in meiner ursprünglichen transzendentalen Gestalt. Ja, und wie Srila Prabhupada am Ende unserer heutigen Erläuterung, wie er darauf hinweist, verhält es sich mit den Pandavas ähnlich. Die kommen auch immer in ihrer ewigen transzendentalen Gestalt. Und nur für uns Unwissende, wir haben das Gefühl, die haben genau denselben physischen Körper wie wir, denselben materiellen Körper. Aber weil sie bereits befreite Seelen sind und ewig mit Krishna immer zusammen sind, haben sie auch dieselbe körperliche Struktur wie Krishna. Das wird auch im Nektar der Hingabe bestätigt, dass die reinen Geweihten haben ähnliche körperliche Merkmale. Ja, jetzt hier nochmal, wir steuern auf die Zielgerade zu. Lass mich nochmal vorlesen, was Sinisha hier geschrieben hat. Den Körper nicht zu wechseln bedeutet ja auch, den Tod nicht mehr in die Augen zu schauen. Also man muss dem Tod, dem harschen Tod nicht mehr so wie normale bedingte Lebewesen in die Augen schauen und ach, und dann in Panik geraten. Es ist einfach nur ein bewusster Übergang. Man verliert nicht mehr sein Bewusstsein, sodass man zum Beispiel in ein Koma fällt. Ja, das ist auch interessant. Das erfahren wir auch an anderen Stellen des Bhagavatams. Da wird zum Beispiel von Ajamil gesprochen, der zum Zeitpunkt des Todes in ein Blumenflugzeug. Und ja, bei Dhruva Maharaj war es auch so. Die sind von einem Blumenflugzeug abgeholt worden. Und da gibt es einen Vers, da heißt es, sie sind auf den Kopf des Todes, des personifizierten Todes, so draufgestiegen, so als Hilfstreppe. Muss man sich mal vorstellen. Ihr kennt es, wenn ihr in einen Zug steigt, da gibt es dann diese erste Stufe vom Waggon. Die ist noch so fast außen, hat man das Gefühl. Und oder es gibt so Campingwagen, da gibt es dann so einen Hocker, der wird extra hingestellt, damit man so in den Wagen reinkommt. Und dieser Hocker, sagt ein Vers, der ist wie der Kopf des Todes. Der wird benutzt als Zutrittshocker. Also, ich lese nochmal weiter. Der feinstoffliche Körper ist materiell und wird nach der Befreiung auch abgeworfen. Die Seele ist dann im wahren Ego verankert, welche auch einen spirituellen Geist und spirituelle Intelligenz beinhaltet. Aber der materielle feinstoffliche Körper löst sich in dem Sinne nicht einfach auf. Man identifiziert sich nicht mehr damit, weil man im wahren Selbst verankert ist. So, hier nochmal die Hand von Chichakti.
Ja, wir haben hier in Vers 43 von Dipanda, was ziehen sich rechtzeitig zurück, den interessanten Vers, der sich hier an Rasamanjaris Äußerung andockt quasi. So, dann legte Maharaj Yudhisthira zerrissene Kleider an, hörte auf, feste Nahrung zu sich zu nehmen, wurde freiwillig stumm, ließ sein Haar offen herunterhängen. All dies gab ihm das Aussehen eines Landstreichers oder Geistesgestörten ohne Beschäftigung. Er war in keiner Weise von seinen Brüdern abhängig und wie ein Tauber hörte er nichts mehr. Genau. Wie diese Kokosnuss, ne? Die. Wie die Kokosnuss. Ja, prima. Ich denke, dann sind wir auch heute ein bisschen tiefer in den Kern, in den Kokoskern des Srimad-Bhagavatams eingedrungen und freuen uns auf den nächsten Vers. Und Anandita-Rama, vielleicht magst du ja uns eine Kostprobe vom nächsten Vers nur auf Deutsch geben, dass wir schon mal wissen, was uns erwartet. Was wäre denn der 49. Während sich Vidura auf seiner Pilgerfahrt befand, verließ er seinen Körper in Prabhasa. Sri Krishna wurde er von den Bewohnern des Planeten Pitriloka empfangen, wo er seine ursprüngliche Stellung wieder einnahm. Hare Genau. Krishna. Also wir merken schon, hier ist so eine Art Szenenwechsel und das ganze Kapitel wird jetzt sozusagen nochmal in den letzten drei Versen, wird das jetzt nochmal so zu einem Ende gebracht, weil ja, das haben wir jetzt auch ein bisschen aus den Augen verloren, es ging ja auch um diesen Vidura und Dhritarashtra. Wir haben uns jetzt so auf den gegenwärtigen Status des Bhagavatams gerichtet, dass wir ein bisschen die Vorgeschichte aus den Augen verloren haben. Aber glücklicherweise, das Srimad Bhagavatam jetzt holt uns wieder so ein bisschen zurück und lässt uns das Ganze wieder aus der Adlerperspektive betrachten. Ich bedanke mich an alle, die heute wieder mit dabei waren, hier aus dem Sommerhaus in Dänemark. Und wo immer ihr euch jetzt alle aufhält und auch die YouTube-Zuschauer, ihr könnt ja mal alle eure Kameras einschalten auf YouTube, dann können wir das auch mal betrachten. Also hier. Genau. Prima. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich. Die Ukulele habe ich mit dabei. Zum Schluss noch einmal den Hare Krishna Maha Mantra chanten. Schaltet gerne eure Mikrofone ein. Ich drücke auf den Musiker-Button. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama. Hallo, alles Gute, Hare Krishna.